Der Raum der blauen Linien klingt wie ein Untertitel eines Films, zum Beispiel James Bond oder wie hieß der andere Kerl noch, der in den Höhlen, ach, Indiana Jones. Oder, Pokémon. Pink Panda. Ja. Pokémon ist auch alles das Gleiche. Stimmt. Weiß ich nicht, also Pokémon hat ja eigentlich, also ich weiß nicht, ob es da, ob die auch so tolle Untertitel haben. Ich habe auch keine Ahnung, ich bin überhaupt... Da wäre das höchstens jetzt die blaue linierte Version. Ja. Ja? Ja. Aber ich bin nicht so der, ich bin nicht so der Pokémoner. Der Pokémon? Ja. Aber wie kommen wir jetzt auf Pokémon? Es geht um den Raum der blauen Linien. Richtig. Der Vom Ante. Anti, yo. Anti. Weiß ich nicht genau. Der ist voll Anti, ja. Das ist bestimmt eine Ameise. Ja. Ant, ne? Ja. Kennst du? Kenn ich. Die lächelt. Ja. Die, so wie man es aus dem Smiley kennt, ja. Aus dem beliebten. Aber da die Punkte keine Fühler sind, wobei... Man könnte ja dann einfach ein Gleichzeichen nehmen. Auf jeden Fall kann er bei mir das Vorschaubild nicht laden für die Karte. Man sähe auf dem Bild ganz viele blaue Linien. Richtig. Aber die sehen wir. Die vermutlich. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fuchtle gerade mit den Händen rum, als würde ich was erklären wollen. Die wahrscheinlich namengebend für den Raum sind. Ja, wir fangen an. Ja, lass uns loslegen. Jetzt sofort. Schaffengel. Hossa. Die Waldfee. Ja. Guck mal. Ha. Na. Da steht in seiner Glasscheibe. Ja. Da steht noch mal. Ja. Ja. Echt? Oh. Ach, Mann. Oh. Es leuchtet so schön. Ich fühle mich, also ich fühle mich wie in irgendeinem alten Film, der, wo Cyber-Leute im Innen eines Computers herumfliegen. Ja. Kennst du das? Ja. Da sieht man auch das Mainboard so riesig groß um sich rum. Egal, ob es Sinn hat oder nicht. Ja. Also Hauptsache sieht nach Technik aus. Ja. Ja, sieht gerade auch so aus. Ja, oder wie Tron. Tron. Ja, das kommt Tron ungefähr hin, ja. Habe ich aber nicht gesehen. Ich, schon, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, ich viel. Ich wenig. Boah. Lange. Sternchen, Roffel, Sternchen. So, da ist Laser. Hier sind zwei Laser. A Laser? A Laser is coming to my place. I would like to put it in the Laserempfänger. In your face. Bitch. Yo. Ich glaube, hier können wir sterben. Ich glaube auch. Was soll ich eigentlich hier unten? Ich will noch mal gucken, ob wir unseren Glitches Streit. Zug? Wie heißt das Ding? Zug? Streitzug, ja. Ich glaube. Streifzug? Echt so? Streifzug? Streifzug? Streifenanzug. Man kann hier also durchgreifen, das ist gut. Streifenanzug würde ja zu mir passen, so Knasti, ne? Sieht aus wie halt. Ne? Also. Weil du so gestreift bist. Na, hier, kann ich hier hochspringen? Die Knastis haben noch... Ho! Oh! Achso. Hier ist Ausgang. Hier kann man sterben. Ah, da muss eine Bridge rein. Ist da unten eine Portalfläche? Diese beiden Informationen waren zu viel. Total. Was? Ja, hier unten ist eine Portalfläche. Hast du das hier oben hin gemacht? Das war die das war ja schon da. Genau. Hopp da raus. Ja, wunderbar. Ja. So, und jetzt? Ich zum Ausgang kämen wir schon mal. Wir allerdings brauchen. Es wird dennoch verschlossen von zwei Kreuzen. Und so, ich bin jetzt auch einfach mal. Wir brauchen noch Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das. Punkt, Punkt, Strich, Gesicht. Und Komma auch. Komma, klar. Genau. Ich muss ja sagen, ich finde das eigentlich ganz hübsch, so mit den ganzen Leuchtlinien. Ja, finde ich auch. Auch wenn man hier irgendwo drauf drückt, dann wird plötzlich einiges gelb. Das ist schon schön. Ja, genau. Das meine ich. Das hat sowas. Also ich meine, es ist ziemlich durcheinander, aber irgendwo ist doch ein System drin. Es kommt alles da an, wo es sollte. Kennt man ja. Hahaha, nein. So, hi. Hello. Ich wollte was sagen. Kennt man ja aus den
Rätselbüchern für Kinder, wo man einer Linie folgen muss und die Sachen dann zuordnen. Ach, die sind für Kinder? Ja. Ich mach die jeden Morgen. Ja gut, wenn das, ich meine, das hält fit, ne? So ist ja nicht. Es ist zumindest gut für die Augen wahrscheinlich, wenn man, solange man die Linien noch erkennen kann, macht man irgendwas richtig. Ja. So, ist aber, ne? Bevor wir uns hier festquatschen, ich versuche gerade noch herauszufinden, wie, wo man jetzt hier den nächsten Schritt einleiten kann. Ja, ich auch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Laser, der, oder einen Prisma, was da drin ist. So wie es ausschaut. Weil, dann kann man das direkt in den Empfänger da stopfen. Uah. Das Gelichte. Ja. Warum haben wir hier so viele Britches? Ach, guck mal da oben. Britches. Also nee, ist ja zu. Was? Mist. Er ist zu. Ist er auch zu, wenn wir da unten den Knopf drücken? Oder hat er damit auch was? Nee, nein, hat damit nichts zu tun. Move, Bridge. Get out the way, Bridge. Ja. Ich frage mich aber noch immer, wie kommen wir jetzt hier weiter? In der Beschreibung stand, dass der Raum lösbar ist. Das erfüllt uns etwas mit Hoffnung, dass er getestet worden ist. Ja. Um es an dieser Stelle mal angemerkt zu haben, gibt es irgendwelche Schrägen oder sowas? Weil wie soll man da denn mit einem Laser da hoch kommen? Kommentator. Da unten ist ein Knopf. Was? Unter dem, aber da kommt man, ja. Ich meine, wir haben hier nichts. Wir haben noch nichts. Wenn ich dann unten auf den Knopf drücke, sind da nur die vier Sachen, die vier Felder, die deaktiviert werden, ne? Ich weiß es nicht. Sehe ich das richtig? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht wird ja auch das deaktiviert. I'm gonna spring down and drück it again. Drück it again, baby. And you show what is happening. Yes. Oh! Oh, es ist aus. Bin mal direkt gesprungen. Ja. Was passiert? Hier unten ist offen. Ich will aber nicht durch, weil dann ist das... So, ich kann hier rein. Hier muss ein Laser rein. Verdammt. Laser. Voll Laser, Alter. Total Laser, ey. So wie es die Jugendsprache mir vorschreibt. Hallo. Wie ich mich zu verhalten habe. Hi. Was? Ich bin wieder da. Bin wieder zu Hause. Jetzt bin ich mal wieder eingesperrt. Wilma. Und jetzt? So, das ist wunderbar. Also hier müssen wir anscheinend nicht mehr rein, oder wie? Ah, Z ist angeschrägt. What? Ah. Das ist ja hier. Warte. Oh. Das, ja, da brauchen wir den anderen für. Ich hab's kaputt gemacht. Wieso? Drückst du nochmal auf... Kannst du nochmal bitte auf den Knopf da unten drücken? Auf. Ja. Au. Hey, ja, yeah, ja. Yeah. Oh. Das mit dem Schwingen müssen wir nochmal üben. Ja, jetzt muss ich da nochmal. Ich hab gesagt, dass ich mich schwinge. meinst du, du willst oder. Daher kommt Swinger Club wahrscheinlich auch, war? Das war die Familie. Das hab ich gleich. Nein. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. So, was muss ich tun? Ich muss hier. Oh nein! Du musst nochmal. Ich wollte gerade sagen, du musst da nochmal runter, aber ohne zu sterben. Das ist ja kein Problem. Ist ja alles gut. Ist ja alles noch nicht. Schwingerclub? Ist ja noch nicht aller Tage Ende hier. So? Nee. Der Laser muss da irgendwo da unten rein. Ne? Oh. Ein Laser. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Ich musste nur gerade gucken, wo ich ihn herbekomme. Von der Wand da oben, genau. Oh. Genau, da musst du da aber auch durch. Ich treffe nicht. Durch. Das ist immer wieder mein Problem. Oh. Ist jetzt schlecht, glaube ich. Hier, wo kommt das Prisma her? Hilfe! Bleib da, wo du bist. Ich kann mich ja eh nicht bewegen. Ach so, okay. Ich bin in der Tür gefangen. Das sollte man vielleicht mal anbieten für... Ich glaube, ich muss da oben bleiben. Verdammt, haben wir es kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, du stehst ja... Du stehst nirgendwo. Ein Prisma! Eiskalt. Oh, das war extremst. Ne? Ja. Ah, ich so, kann mich wieder raus, bewegen. Ne? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja. Nee, doch nicht. Hä?
Jetzt kommst du raus? Alter Schwede. Sehr gut. Sehr schön, ich bin raus. Ja. Hast du gerade nichts gesagt oder hatten wir wieder Probleme? Wir hatten wieder Probleme. Deswegen konnte ich mich auch kurz gar nicht bewegen. Aber jetzt ist wieder alles gut, glaube ich. Ja. Ja, irgendwie, ne, für den Geneigten, die Zuschauer sind gar nicht immer geneigt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch ungeneigt. Abgeneigt. Auf jeden Fall möchte ich erklärende Worte einleiten. Das Internet ist böse. Ja. Eine Verschwörung. Merkt man ja schon allein dadurch, dass es uns so viel Zeit steht. Aber es unterbricht auch unsere Zeitverschwendung. Es möchte uns wahrscheinlich auf etwas hinweisen, ganz dezent. Da oben ist jetzt offen. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt ein Prisma, was da oben drauf liegt. Das heißt, wenn ich drücke, kannst du da mal hochspringen. Okay. So, springen. Ich habe siehst ein Prisma, es? Ich habe es. Yes. Plump. Ah, ich dachte, du fällst damit runter. Nö. So, und zwar kann das einfach mal, es sieht aus, als müsste das hier rein befördert werden. Und plötzlich ist der ganze Raum gelb oder der halbe Raum. Cool. Ach, hier ist alles offen. Cool. Was kannst du da so machen? Ich kann da reingehen. Ach, das ist ja alles offen. Das ist ja interessant. Das ist... Aber ich glaube, hier ist zu. Da kann ich auch kein Portal... Nö. Geht nicht. War das nochmal El Bandi? Ja. El Bandi, oder? Nee. Nee, das war von Tooltime. Genau, richtig. Wie hieß der noch? Ich weiß es auch nicht mehr. El Borland war der andere. Wie hieß der denn nochmal? Ich habe das früher öfter mal gesehen. Ja, ich auch, sogar also ganz teilweise, gern. Teilweise zu oft. Ja. Ich komme auch nicht drauf. Schreibt es in die Kommentare. Genau, gut, guck mal da. Schreib's. Genau, richtig. Passiert was? Nee. Man kann das sieht so crazy aus, wenn alles gelb ist. Ja, aber schön hell. Ja. Schön. Haben wir jetzt, da oben haben wir noch, da wollte ich eigentlich ja lasern. Ja, mach doch. Soll ich? Ich mach mal. Ja. Das ist nämlich das Ding, dann ist es hier alles kaputt. Es war nämlich gerade schon so der Fall. Ja. Ich muss nur noch mal für mich, ne? Okay, hättest du das jetzt einfach machen sollen, aber gut. Aber warum ist die Tür jetzt, ist sie offen? Nee. Nee. Also wir müssen jetzt noch mal da hoch und runter und so. Ich vermute mal, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ja. Willst du? Mach du mal. Ich geh noch mal wieder hoch. Und direkt rein und wahrscheinlich passt es gerade... Alter, der so. Mann, der hat... Ja, es hat gerade funktioniert, jetzt geht das natürlich auch. Ja. Du darfst. Wie war der nächste Schritt? Wobei, muss das denn überhaupt... Liegt da oben nicht sogar noch ein Prisma? Du musst erstmal durch. Ja. Ach ja. Ein Zentimeter. Ja, also durch, nicht in dem Sinne, du musst da den Knopf drücken. Ja, ich hab's ja versucht. Ach so. Da ist irgendwo ein Turret. Ich hab's gehört. So, warte. Ein bisschen Laser. Ja, warte. Leicht andere Höhe. Tiefer. Nein, die Tendenz stimmt. Ja, aber es reicht noch nicht. Yippie. Sehr gut. Sehr gut. Ist die Frage, ob das denn hier da rein? Kann man hier? Oh. Ach nee, Moment. Ich vermute, dass man das Prisma macht hier die ganze Krempel auf, ne? Genau. Haben wir das da oben jetzt noch das Prisma? Möchtest du da hochspringen? Ja, bitte. Tu es. Böng. Hier ist kein Prisma. Ist es da? Warum ist da keins? Ich habe keine Ahnung. Wo kam das denn her? Wie es war? Oder war das... Wo kam das denn her? Ich,
Boah, ich glaube, die Verbindung, die oder haben wir es gerade wieder gemacht? Ja. Ich, hab keine Ahnung. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Sollen wir es echt kaputt gemacht haben? Ich bin mir auf jeden Fall, weil, also das Problem... Ach, das war der Turm hier, der geblökt hat. Das Problem ist ja, dass, woher kam das Prisma eigentlich? Hier das kam ja da oben raus. Meine ich, das fiel dann da unten drauf und flog dann da hoch. Ach so. Aber wo, ich meine, das, was da oben ist, das haben wir ja schon aktiviert jetzt gerade. Ja. Ach nee, das war was anderes. Wenn ich das hier wieder wegnehme, dann ist das nie, wieder nicht schräg, ne? Das ist jetzt nur... Ach, gucke mal, hohol. I have to go in there and make... Warum kann ich denn nicht... Ach, das ist ja zu, verdammt. Kannst du da oben nochmal rein? Ja. Ich öffne auch für dich, ja? Danke. So. Die Verbindung ist echt schlecht. Dann kann ich hier gegenüberliegend mich betätigen. Ja, richtig. Geleucht. Ich komme mal raus, wieder. Der trifft nicht. Er trifft. Was ist passiert? Wir bekommen ein Prisma. Ach so, wir haben das da oben schon aktiviert gehabt. Ach so. Ach so. Ach ja, jetzt verstehe ich. Ach so. Es wäre doch cool, wenn es einen Vogel gäbe, dessen Ball zu rufen. Ach so, wäre. So wie der, na gut, Uhu eigentlich rum, weil er irgendwie auf der Suche ist oder einfach nur so? Der macht das, glaube ich, einfach nur so. Einfach so, Standardzeugs, ne? Dann brauche ich da oben ja gar nicht hin lasern. Wenn wir da, wie kommen wir denn da dann so rein? Ich muss jetzt mal rauskommen hier. Ach so. Da müssen wir noch was reinlegen. Und da auch. Weil wir können das ja nacheinander reinlegen. Bleib da mal drinne. Okay, ich bleib da drinne. Ich bin hier drinne. Was passiert? Nix. Wand ist zu. Das Blöde ist nur, ich kann dir jetzt auch nichts geben. Wobei, kann ich das? Wenn man das von hier aus macht. Ist die Wand jetzt auf? Nee, ne? Doch. Dann die obere. Okay. Was passiert, wenn ich das hier reinlege? Passiert bei dir was? Nö. Nichts Sichtbares. Hm. Also ich höre zwar irgendwas, aber ich sehe nichts. Ich höre auch was. Ja, jetzt ist die obere Seite aber hier geschlossen. Das ist, glaube ich, nicht beabsichtigt. Aber ist ja egal, wir kommen ja trotzdem durch. Haben wir es jetzt kaputt gemacht? Hier drin. Achso, warte mal, was ist denn da hinten? Nee, ich weiß es nicht genau. Nee, das kommt von da. Auf jeden Fall, hier ist ja eine Fläche, ne? Ja. Kannst du hier draußen... Ach nee, du kannst ja keine... Doch, kannst du Laser machen hier? Oder ist dann alles kaputt? Wenn du hier deinen Laser da reinstellst. Wobei, brauche ich meinen... Ich brauche den noch nicht mehr. Meinen brauche ich nicht mehr. Schön, dass ich das so eindeutig festgestellt habe. So. Du gehst rein. Wobei, ist eigentlich egal. Ich bin drin. Ja, ist eigentlich egal. Du nimmst das Prisma mit, genau. Hallo. Flim. Oh. Hui. Ja, hier ist ein Turry. Hello. Ein Turry-Toe. Oh, little Turry. Hier ist ein Knöpp. Der ist ein Knöpp, bestimmt. Ah. Oh. Okay. Mach nochmal. Ach, du hast mir hier gerade geöffnet. Okay. Ja. Tu ihn weg. Sehr gut. Alter Schwede. Du hast mich eingeschlossen hier drin, ne? Da war kurz ein Leck und dadurch konnte ich ihn nicht greifen. Den Schelm. Oh. Willst du wieder raus? Ah, nee. Greift. Moment. Bring mich nochmal nach oben. Danke. Ja. Ich bring dich zum Horizont.
Ich hätte jetzt auch falscherweise sagen können, ich bringe die zum Höhepunkt, aber es ist, nee. Wer so weiß? Kommt das noch? Ich hoffe nicht. Zeig mir dein Portal. Ach, um hier geht was auf. Ja, es ist schön. Ja, ich hätte gern noch ein Türchen mehr. So. Bitte nochmal öffnen. Ja, ich kann gerade keinen Schritt gehen. Ich sehe dich, es ist schon wieder so schlecht. Ich weiß, das Problem ist, wir, also sowohl der Tnassi als auch ich, wissen nicht genau, woran das liegt. Dass wir derbe Probleme haben in letzter Zeit. Das macht das Spielen etwas schwieriger. Das ist Stufe 2 jetzt hier, was wir hier spielen. Ja. Und ich drück mal hier drauf. Ja, es ist hier passiert nichts. Wobei, da ging gerade das Ding ging gerade auf. Es war schon okay, aber nicht jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Weiter? Nein. Nein. Ah, okay, das hier muss es dann sein. Ja. So? Und jetzt das andere. Ja. Ja, okay. Moment. So. Oh, und jetzt dieses hier. Oh. Und nun? ja, ist alles richtig. Yeah, baby. So, komm ich. Welches Portal habe ich denn da hinten jetzt gesetzt gehabt? Das war das hellblöe. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ja. Pump. So, jetzt darf ich wieder raus. Nochmal zurück. Ja. Geht los. Wenn du mich denn lässt. So. Nein, noch nicht so früh. Entschuldigung. Diese Dramatik, die plötzlich entstanden ist. Nein. Ich habe manchmal den Eindruck, man übertreibt stellenweise so ein bisschen. Nö. Falsch. Nee. Aber ich glaube letztendlich, das ist so wie wir auch zum Beispiel zum Einkaufen gehen, ne? Ist das, ich hätte gern 500 Gramm davon. Darf so ein bisschen mehr sein. Nö. So, das ist immer noch das Falsche. Ja, jetzt. Ja, schätze ich ein. Da steht man ja erstmal 5 Minuten vor der Wurstdecke. Wenn ich das jetzt, wenn ich da drauf drücke, was passiert denn dann? Ja, du rennst aber auch wie sonst was da oben, ne? So, ich du drückst immer das Falsche. Hier sind so viele. Das ist tatsächlich in der Wursttheke. So, das kennst du ja auch, ne? Wenn dann, zeigt man großspurig auf das, was man haben will und die zeigt erstmal auf das, was daneben ist. So, einen noch, den letzten, ganz am Anfang. Ach ja, da muss ich ja für, das ist ja der da unten. Ach, stimmt. Ich renne hier auf den Dingern rum. Ach, ich glaube, ich sehe so. Oh, schön. Hallo. Ich glaube, wir sind durch diesen Teil. Hallo. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht. Mehr als vorher. Weil bei mir bleibt das Bild immer stehen, dann stehe ich 10 Meter weiter vorne. Ja. Hier innen ist was geöffnet. Wir brauchen. Nimm du auch einen. Ach, haben wir zwei? Obwohl, wenn du. Haben wir das Prisma? Ja. Wenn du das rausnimmst, kann man dann hier wieder durchkommen? Hast du es? Ich hol's. Moment, ich versuche es. Ja. Jetzt habe ich's. Es bleibt sehr gut. Spannend. Es bleibt spannend. Aha. Da kommt der hier rein. Und der andere kommt da rein. Okay. Und jetzt. Ich alles hier open. Sollten jetzt die Sachen am Ausgang da angestellt sein? Wir werden es nie erfahren. Es sei denn, wir springen hoch. Ja. Oh. Da muss jetzt. Ich meine, es funktioniert. Die Lightbridge hin. Ja. Ich komme. Brauchen wir noch irgendwo Laser? Nee, ne? Oder hier Dinger? Ich glaube, wir brauchen nichts mehr. Nee, ich habe ja meine da zu dem letzten Augenblick da. Ich habe ja schon alles getan, was ich tun konnte. Achso, verdammt. Einer muss hier trotzdem unten noch drücken. Das nee, doch nicht. Nö. Ich, ne? Ausgang. Ich war wieder der Erste. Und du bist tot. Warum bist du tot? Ich dachte, du stehst da schon drinne. Nee, du bist durchs Kraftfeld gegangen. Dadurch ist halt, ne?
Jetzt muss noch mal die Musik von eben kommen. Wenn du dich beeilst. Ja, genau. Spring! Aber du brauchst aber, bevor du da dich voreilig in den Tod stürzt, musst du nochmal die Brücke da mitnehmen. Ja. Ich bin schon wieder Erster. Es sei denn, ich sterbe mich mal eben. Aber jetzt so. Ist es auch zu spät. Ich lasse dir den Vortritt. Grazie. Vortritt und Fortschritt. Yes. So. Sehr schön. Endlich hat die Qual ja ein Ende. Hello. Du bist gerade in der Luft welche stehen geblieben. Das ist, ja, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Spring noch mal ein bisschen, bitte. Spring. Ja. Nochmal. Sieht super aus. Ich sehe es ja nicht. Bei mir sieht alles richtig aus. Ja, das konnte ich teilweise unten bei dir oder unten rechts in deiner Sicht sehen, dass du etwas hakelst. Das war ein Pulli. Hast du gehakelt? Genau, ich hakel hier. Während wir Portal spielen, habe ich mir schon alles Mögliche gehäkelt und gestrickt. Ja. Du hast die Stricke in der Hand. Ich würde aber sagen, genau, wir beenden diesen Quatsch. Genau. Für den Moment. War eine sehr schöne Map. Fand ich cool. Ja, muss ich auch sagen. Das gibt direkt so einen Knubbelfinger nach oben. Der Raum der blauen Linien. Ja, Daumen. Das ist, ich meine, Daumen ist ja eigentlich nur so ein Zweidrittelfinger, nur in dick. Ne? Guck dir den nochmal genauer an. Jeder, der jetzt gerade vorm Bildschirm sitzt, achte mal auf seine Hand. Genau, mein Daumen ist genauso lang wie mein kleiner Finger. Fällt mir gerade mal so Hand, auf. Wenn er gegenüberliegt, das stimmt eigentlich. Nee, ein bisschen länger ist der kleine Finger schon. Ja, gut, also aber das Problem ist ja bei den Fingern. Ich glaube, da ist die unteren beiden Knöchel, die unteren beiden Segmente, die nach außen hin getarnen sind, so lang wie das dahinter, also das zwischen Handwurzel und, ihr wisst schon, ne? Ich verstehe, was du meinst. Ist das so? Ich, also, ja, doch, kommt. Ich das gerade mache schon, ne? Es ist toll, wie wir gerade beide vom Bildschirm hängen und an unseren Händen herumspielen. Und ich glaube, wahrscheinlich. Wir sind nicht der Einzige. Jetzt zum Ausstrahlungstermin, ja, werden das mindestens nochmal 20, 30 Leute mehr machen. Ja. Probier es mal aus. Es ist eine Wissenschaft für sich. Richtig. Ja. Gibt es vielleicht noch andere Theorien? Nur das obere Stück oder das mittlere Stück sieht nicht so lang aus, weil das halt zur Hälfte ungefähr mit Haut direkt mit dem anderen Zeugs verbunden ist. Deswegen sieht es nicht so aus. Richtig. Ne, also zwischen da, wo Frösche ihre Schwimmhäute haben. Falls sie das haben. Oder Enten oder so. Vielen Dank für diese sehr, sehr, sehr schöne Erklärung, Herr Professor Ramschnitzel. Was denn? Ich komme nur meinem Bildungsauftrag nach. Gut. Möchtest du noch was sagen? Ja, nö. Nö. Ja, so kommt man von blauen Linien zu Fröschen. Und Enten. Ja. Jetzt könnte man den Klassiker Ente gut alles bringen, alles gut bringen, aber jetzt habe ich sogar den verkackt. Mist. Ja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich kann noch nix. So, tschüss. Ja, ich sag auch tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja.